Hallo, hier ist der Nick und ich will euch Football Tactics Glory ans Herz legen. Mit dem Lothar Matthäus, den haben die sogar irgendwie als Testimonial bekommen, nicht schlecht. Ist in Kürze auch auf der Xbox verfügbar. Dann machen wir mal ein neues Spiel, damit ihr das auch nochmal seht alles. Wir nehmen den normalen Modus und wir nehmen die Einführung mit dazu und RNG-Typ machen wir mal verringert. Das heißt, es wird daher immer gewürfelt, ob ein Spieler seine Aktionen gewinnt oder nicht. Und da würfelt man das Spiel normalerweise von 1 bis 100% vom Potenzial des Spielers. Wenn wir sagen verringert, dann ist das zwischen 30 und 100%. Das heißt, es kann nicht so ganz extrem schlecht werden. So, weiter. Ja. So, also wir sehen hier volles Haus, voll besetztes Stadion. Es spielt, ja, es ist englischer Pokal. Also es ist das Finale des Ligapokals, die 16. Spielminute. Wir sind ein vielversprechender junger Stürmer. Der Trainer, die Mannschaft und die Fans erwarten, dass wir ein Tor schießen. Man hört jetzt aber gar nichts gerade, ne? Das ist vielleicht auch nicht so gut. Ach Quatsch, Grafik. Sound. So, ein bisschen was wollten wir schon hören. So. So ist doch okay, hoffe ich. Aber hier kommt jetzt gar nichts. Achso, wahrscheinlich weil das Tutorial da drüber liegt. So, der Cursor gelbes Quadrat ist bereits auf dem Ball führenden Spieler, drücke A, um den Spieler auszuwählen. Achso, so, ja. Ja, habe ich doch. Ist der jetzt schon wieder los? Ja, nein, dann müssen wir das normal machen. Ah, okay, es geht auch so weiter. Also, wichtig, ich wurde beim Spiel verletzt und musste vom Platz und konnte nie mehr professionell Fußball spielen. Und jetzt bekomme ich nach 15 Jahren also eine Einladung von diesem unbekannten Manager und der will, dass ich halt die Mannschaft übernehme. Und dann können wir uns entweder einen Verein aussuchen, den es halt schon gibt, oder wir können einen neuen Verein gründen. So, jetzt nehmen wir mal einfach ja, Manchester FC. So. Kann man hier alles ändern, aber lassen wir jetzt mal so. Natürlich sind keine echten Lizenzen dabei, das wäre auch viel zu teuer geworden und ich glaube, die Lizenzen hält ja auch zurzeit Sega, vorher EA, aber man kann sich alles editieren, auch die Spielernamen, die Clubnamen, die Namen der Ligen und der Pokale. Also wer sich das realistisch machen möchte, kann das auch tun. Gibt es auf dem PC, gibt es das Spiel ja schon ein kleines bisschen länger. Da gibt es bestimmt auch schon Mods dafür, die das dann automatisch machen. Das sieht für die Xbox natürlich schlecht aus. Aber ja, man könnte es halt manuell machen. Wir haben es jetzt Mai und die Saison beginnt im Juli. Okay. Das ist mein Assistenztrainer. Lassen Sie mich Ihnen Ihr Büro zeigen. Der Button mit Ihrem Vereinswappen und der grünen Markierung führt zur Mannschaftsverwaltung. Okay. Auf diesem Bildschirm verwalten Sie Ihre Mannschaft. Ziehen Sie die Spieler in die farbige Zone auf dem Feld, um Ihre Position zu ändern. Die Reiter am oberen Teil des Bildschirms führen zu anderen Bereichen der Mannschaftsverwaltung. Sie sollten Ihre Aufstellung für jede gegnerische Mannschaft anpassen. Sobald Sie bereit für das Spiel sind, drücken Sie diesen Taste ein. Keine Grammatikfehler in Deutsch. Die E-Mails werden hier gespeichert. Ich werde Sie vor den Spielen über jegliche Probleme oder wichtige Neuigkeiten informieren, um Ihnen zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Ungelesene Nachrichten werden am nächsten Tag gelöscht. So, dann gehen wir noch erstmal gleich auf die Mails. Also. Oh, das ist mal eine andere Nachricht, als die vorhin war.
Der Name von Manchester FC war einst in aller Munde. Wir waren unter den besten Vereinen des Landes. Unsere Mannschaft bot großartige Fußballer auf. Fans bewunderten uns und wir genossen in der ganzen Welt großes Ansehen. Ich denke, Sie wissen, was als nächstes passierte, auch wenn die Zeitungen es völlig falsch wiedergeben. Nach einer Reihe politischer Skandale stiegen wir in die zweite Liga ab. Dann kündigte unser Trainer und mit ihm die erfahrensten Spieler. Der neue Trainer war durch und durch inkompetent, er verkauft die verbliebenen guten Spieler und die Mannschaft stürzte in die Amateurliga. Ich habe sie angestellt, um Manchester FC zurück zu alter Größe zu führen. Also, da wurden auch die Texte angepasst, das habe ich bisher für die, na gut, das war ja selbst erstellter Verein, aber bei Bayern kam das auch nicht. Also, dass hier sogar geschrieben wird, warum man jetzt plötzlich mit Manchester United in der Amateurliga spielt. Sehr schön. Finde ich sehr gut. So, Transferfenster, okay. Was hat sie noch? Unsere Mannschaft spielt im Prestige-Pokal. Und das ist die UEFA-Wertung. Nein, das sind die Teams, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen. So. Steigen in die erste Liga auf, um daran teilzunehmen. Ist klar. So, dann erklärt der mir hier noch das Nachrichtensystem. Okay, das kenne ich schon. So, dann haben wir das. Kriegen übrigens, ob wir Manchester FC sind oder ein neuer Verein, auch nur 30.000. Aber in dem Fall bekommen wir sogar 30.000 Pfund und nicht Euro. Aha, auch interessant. So, was macht denn das Menü hier oben? Das ist das. Okay. Wir schwimmen gegen High Wycombe. Hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gucken wir mal, was wir für Spieler haben. So, unser Torwart hat also 5, 4, 23, 15. Also Genauigkeit 5, Passen 4, Verteidigung 23, Kontrolle 15. Und die haben Cheetah. Cheetah. Der hat Verteidigung 13, also sind wir schon mal besser. So, dann haben die 6, die Verteidigung spielen höchstwahrscheinlich. Und die besten 22 und 18 und bei uns ist das 43 und 36. Okay, sollten wir auch überlegen sein. Dann haben die 2 Mittelfeldspieler mit 21, 22. Wir haben sogar 52 und 30. Und dann haben die 2 Stürmer 9 und 15 bei Genauigkeit. Und wir haben 32, 31, 31. Sind also auch da überlegen. Jetzt schauen wir mal, haben wir auf der Auswechselbank, haben wir da noch irgendeinen unerkannten Star? Campbell, Togo sind eigentlich auch gut. Aber ja, nee, lohnt sich erstmal jetzt nicht, da was auszuwechseln. Bei Training sehe ich 7 Leute blinken. Schau, ich sehe die Zahl 7, blinken sehe ich die jetzt noch, sehe ich jetzt noch nicht so viele. So, welches Attribut möchten Sie trainieren? Der ist ja Verteidiger, ne? Also muss der Verteidigung. Und ach nee, der ist der Torwart. Dann muss der natürlich Kontrolle. So, Kontrolle. Starker Torwart, olympische Parade oder Reaktion. Wir lassen den mal Reaktion trainieren. So, dann Tod hier. Den lassen wir mal Grätsche trainieren. So, der hier. Abfang trainieren. So, den hier. Hackentrick. So, den Letter. Kopfballstärke. Und unsere beiden anderen Stürmer machen wir mal auch nochmal Hackentrick. Und einmal Kanonenschuss.
Spezialisierung, ja, können wir uns, so meinte ich, ja, auch nochmal angucken. So, da sieht man also eine ganze Menge Daten hier. Aber da werden wir uns später mit beschäftigen. Und den Gegner kann man hier nochmal sehen. So, dann haben wir hier Ausbauten. Wir könnten schon mal das Stadion ausbauen für 15.000 oder die Jugendakademie. Dann haben wir den Club. Hier können wir ein Mannschaftsfoto anschauen. Hier können wir die Trikots verändern und auch das Wappen. Wir lassen das jetzt aber erstmal so. Und hier könnt ihr auch die Abkürzung und den Vereinsnamen editieren. So, haben noch nicht gespielt, von daher haben wir da natürlich noch keine Historie. So, das wäre der Trophäenraum. Alles leer geräumt. Nichts mehr da. So. Transfer, genau. Transfer konnten wir noch gehen. So, hier wäre noch ein Stürmer mit 21, aber der ist auch schon 29 Jahre alt. Weiß ich nicht, ob das sich lohnen würde. Man hätte wahrscheinlich noch, man hat hier noch eine Scout-Funktion, aber es würde 25.000 kosten. Da wir nur 30.000 haben, lassen wir es erstmal. Und machen mal das erste Spiel. So, jetzt würden beide im Blau spielen, das ist ja natürlich schlecht. Deshalb wechsle ich mal auf das hier. So. So. Dann haben die jetzt den Anschluss gewonnen. Ich höre mal gerade, wie das Sound ist. Das scheint okay zu sein, oder? Ja. So. Also wir sind gar nicht dran. Jetzt sind wir dran. Was hat der hier denn? Pässe hat der nur 10, aber es wird da trotzdem ankommen, wenn da keiner in der Gegend rumsteht, oder? Dann passen wir den mal auf Cheeseman. So, der hat Pässe 22, kriegt vielleicht auch einen langen Pass auf Broad hin. Warum ist bei dem jetzt 60? Verstehe ich nicht. Naja, wird schon ankommen. Oh nein, der wurde von Andrews abgefangen. Okay, aber gut, das ist unsere letzte Aktion. Der hat eine Genauigkeit von 31. Da sind die alle. Nehmen die sich alle nichts. Wie sieht es denn aus, wenn wir einen Torschuss probieren würden? Wir einen Gewaltschuss probieren würden. Ist halt das Problem mit den Pepe da, ne? Oder mit der Pappe. Wahrscheinlich wird der uns den Ball abnehmen. Aber der hat eben schon den Ball nicht bekommen. So dass ich das trotzdem mal probieren würde jetzt. Auf geht's. Hä? Jawoll! Und da haben wir Glück gehabt und der ist drinnen. Sehr schön. So. Mal gucken, was die jetzt machen. Da verdienen wir an uns, aber wir stehen natürlich ganz hinten wieder. Ich würde jetzt mal von der Seite versuchen zu kommen. Pass auf Wilson. Und dann werden wir es mal.
ob der Passi beim dem ankommt. Nee. Okay. So, sind wir wieder dran, ja. Also dann denke ich mal, können wir ihn den Ball jetzt hier abnehmen. Ja. So. Dann passen wir auf Broad. Ah, den hat er noch nicht. Der ist nicht angekommen. Der war zu weit. So, der hat Verteidigung 9, Kontrolle 13. Und er hat Verteidigung 3, Kontrolle 16. Na dann lieber. Ach Gott, das Verteidigung ist natürlich jetzt schlecht für ihn. Was hat er dann? Kann er. Er hat 17. Kann er zum Ball kommen? Ja, das sollte funktionieren. Okay. So. Dann wird das hoffentlich jetzt nicht klappen, dass er uns den Ball abnimmt. Ah, okay. Oder doch. So, aber wir sind wieder dran und der Ball ist gar nicht so weit entfernt. Also, guck mal, der hat Genauigkeit von 10. Pässe ist jetzt grün bei ihm. Schafft er das? Ja. Schafft er. Okay. So, jetzt haben wir sogar noch zwei Aktionen und können. Wir müssen jetzt schießen. Ja, wir müssen jetzt. Das könnte sogar gut werden, weil der hat nur eine 10 und der hat komischerweise eine 0. Jawohl, 2 zu 0 und Halbzeit gleich, ne? Halbzeit ist gleich. Genau, jetzt ist Halbzeit. So, und dann machen wir jetzt auch mal Halbzeit. Wenn ihr wissen wollt, wie es heute ausgegangen ist und wie das so aussieht im weiteren Verlauf der Saison, also was da jetzt alles noch passiert mit Tabelle, mit wie hoch ist die Belohnung und so weiter, dann schaut euch einfach auch das zweite Video an. Ja, und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Like und könnt natürlich auch gerne subscriben. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch das zweite Video anschaut und ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Also mir gefällt es sehr bisher. Und mal gucken, wie es da noch weitergeht. Bis dann, euer Nick the Green.